Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Within in Part Nummer 13. So, jetzt könnten wir, wenn wir demnächst dann unser Pulsbogen erforscht haben, dann auch unsere Aliens mal gefangen nehmen. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Ja, ist ja auch noch gut gelaufen, auch wenn hier so ein paar Paniken ausbrechen, aber die sind mit Stufe 3 absolut noch im Rahmen. USA ein bisschen erhöht, aber okay. Kann man mit leben. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Dann schauen wir mal, dass unser Pulsbogen fertig wird. Da hätten wir auch schon unseren Pulsbogen. Den werden wir auch gleich mal bauen. Oh, was wollen wir denn jetzt bauen? Eine Schalenrüstung, Alien-Navigation, experimentelle Kriegsführung. Erstmal so ein paar Autopsien. Die von Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Der Grund dafür ist der ungewöhnliche Aufbau seiner Organe, die wir für das Ergebnis einer Genmanipulation halten. Wie schon an der Front beobachtet, verfügt auch diese Spezies über so etwas wie telepathische Kräfte. Ja, die telepathischen Kräfte. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Einen weiteren Mech hätte ich noch gerne. Da hätten wir einen Mech-Soldaten. Das war... Bewacher. Kann man noch mal irgendwo sehen? Ich glaube, den hatte ich als Unterstützer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Verzehrungsfeld, das war, glaube ich, einer, ja. Schau mal, was hätten wir denn so im Angebot? Ein, zwei Sturmsoldaten, zwei Schwere und eine Menge Scharfschützen. Erhöhte. Weniger Schaden, wenn wir im Nahkampf sind. Der hat weniger Zielgenauigkeit und keinen kritischen Treffer. Okay, aber ich denke mal. Hier der oder die Russin. Ich glaube, die Russin. Sobald die erforderlichen Amputationen vorgenommen worden sind, werden unsere Techniker die Cyberanzug-Interfaces in die verbleibende Knochenstruktur des Freiwilligen einpflanzen. Und noch ein Mech bauen, diesmal mit kybernetischer Schlag oder Flammenwerfer. Boah. Verstanden, wir den noch? Wir implantieren die Interface. Bauen wir mal ein Mech mit Flammenwerfer noch. Und ein mit diesem, kybernetischen Schlag. Damit hätten wir unser ganzes Meld aufgebraucht. Als nächstes nutzen wir dann unser Meld, um hier das Genlabor, die Sachen hier weiter zu implementieren oder einzupflanzen, wie auch immer, in unsere mitarbeitenden Soldaten. Oh, Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Viel größer als alles, was verdammt. Wir bisher können. Falls wir dieses Schiff angreifen, empfehle ich, unsere bestausgerüsteten Kampfjets einzusetzen. Ja, toll. Wir haben nur ein Kampfjet. Nein. Du musst treffen, ja. Und du musst ausweichen. Ah, das geht nicht. Die machen uns kalt. Haben Orientierung verloren. Nee. Das wird so nix. Wir brauchen Raumschiffe.
Haben wir in Asien eigentlich gar keine Satelliten? Fällt mir gerade so ein. Nö, nicht wirklich, okay. Ah, ich glaube, das UFO müssen wir entkommen lassen. So, Mac-Verzeichnis, das hätten wir ja jetzt fertig, die beiden. Also Aufrüstung nicht mehr, ich muss sagen, was ist da gerade nicht möglich, aber okay, ja. Die Aufrüstung halt, da ist der Mac-Kämpfer. Dann können wir dem doch hier schon mal... Genau, das war das Körperschutzschild, dem wollte ich diesen kybernetischen Schlag geben, weil er nah rangehen kann. Es kann von entscheidendem Vorteil im Nahkampf sein und die Deckung des Feindes neutralisieren. Genau. Und was hat er denn für Fähigkeiten? Begleitung Korpus. Was hat er denn? Verbesserte Feuerkontrolle. Schüsse durch Feldposten haben keinen Abzug mehr bei der Zielgenauigkeit. Plus 15 Verteidigung, wenn er auf Feldposten ist. Ah. Bringt 2 Bonusschaden gegen Ziele, deren Schwachstellen durch eine Autopsie bereits bekannt ist. Okay. Leider so lang 2 weniger Schaden. Oh. Bei Aktivierung wird der Mech zu einem vollen Deckungselement. Bewegt er sich oder feuert er eine Armwaffe ab, kehrt er zurück zur normalen Haltung. Okay. Düsen. Ja, was? Düsenstiefel, ja, okay, das S sollte man mitlesen. Ich hatte schon Düsentiefel gelesen, was? Aber natürlich war es Düsenstiefel. Verleiht die Aktivierung für den Rest der Runde die Fähigkeit, die normalerweise unerreichbaren Höhen zu springen. Nö, da finde ich hier das mit der Deckung schon besser. In Verbindung mit Schadenskontrolle ist das natürlich auch nochmal nicht schlecht. So kann man den richtig schön als Festungsmonster schon fast bezeichnen. Und da haben wir den nächsten. Er bekommt hier wieder diesen Flammenwerferanzug. Naja, ist noch nicht so hoch im Rang. Der muss sich noch erst beweisen. So. Ja, ja. Das hatten wir ja schon. Autopsie beendet der Aliens. Ufo-Energiequelle dauert so lange. Präzisionslaser. Ja, wir machen erstmal weiter die Autopsien hier. Wir bezeichnen dieses Exemplar als Schweber. Ich bin mir sicher, es ist klar, warum. Das Forschungsteam untersucht weiter, wie die Aliens verhindern, dass das organische Material die mechanischen Teile abstößt. Sie scheinen perfekt zu harmonieren. Und dann mal weiter. Ah, kriegen wir die Schwebeautopsie noch fertig? Nein, kriegen wir nicht. Okay. Ich würde aber gerne jetzt mal ein paar Orden verteilen. Wir haben ja einige. Verteidigerorden. Ach, cool. Okay. Er verfällt nie in Panik. Okay, das ist, wie kann man das denn jetzt benennen? Irgendwas mit Panik. No Panic Nadel. Hört sich auch mal nicht verkehrt an. Internationale Ehrenkreuzplakette. Was können wir denn für Kräfte? 2 Willenskraft für jeden unterschiedlichen Nationalität im Trupp. Da kriegen wir auf jeden Fall schnell. Nationale Ehrenkreuzplakette. Internationale Willenskraftplakette.
Internationale Willensplakette. Und was? Zielsicherheit und Willenskraft für Missionen ohne eigenen Verlust. Ohne eigenen Verlust. Plus Zielsicherheit und Chance auf kritische Treffer, solange keine Verbündete einen sieben wir umkassieren. Okay, wenn er ziemlich alleine ist. Naja, nimm mal das hier. Ehrenmedaille des Rates. Ja, passt schon. Diesen Orden bekommt Lisa, unsere Sturmsoldatin. Okay. Ein bisschen Willenskraft. Ah, die möchte ich mir noch aufheben. Orden verleihen. Unserem Scharfschützen. Ist die Frage, können Max eigentlich auch in Panik verfallen? Könnte man den das nicht rausoperieren, damit wesentlich das maschinell geregelt wird? So, da geht's in die nächste Plakette hin. Damit unsere besten Leute halt nicht in Panik verfallen, die wir schon jetzt ein bisschen abgegradet haben. Genauso wie ihn hier. Und dann hätten wir noch ein paar. Wir hätten noch 4 Verteidigerorden. Plus 5 Verteidigung in Deckung. Da geht einer hin. Ah, wir bringen das jetzt mal ab. Hier geht einer hin. Na. Und hier geht einer hin. Das ist schon mal klar. Zu dem Japaner geht einer. Jetzt hätte ich nur noch diese beiden. Die kriegt der hier. Und er kriegt eine. Damit hätten wir jetzt alle unsere Plaketten vergeben. So, wo haben wir denn? In Südafrika, in Melbourne und in Großbritannien. Irgendwo, wo wir dringend hin müssen. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren. Südafrika würde 2 kriegen, Ägypten 1. Australien 2, okay. Und was war das letzte? Oh, wenn man es jetzt wieder wüsste. Großbritannien auf. Satellitenkontrollzentren haben maximal. Verdammt. Weitere Zentren erforderlich. Großbritannien 4, Deutschland 5. Australien 5, China 4. Ist das gleiche wie da. Südafrika 5, Ägypten 4. Ha. Ist doch alles Scheibenkleister. Aber da Deutschland uns noch am meisten mitgibt, decke ich mal Deutschland jetzt ab hier. Oder halt Großbritannien. Ah, da gibt's. Aber hier gibt's Geld. Ah, ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Wir entfernen nochmal alle und holen uns die Bewaffnung. Wobei es eigentlich unsinnig war. Ein Scharfschütze. Ein Unterstützer. Ein Sturm. Ein Schwer. Und der Mech-Kämpfer, oder? Ja, der Mech-Kämpfer. Der natürlich hier wieder seine seine Rüstung auf jeden Fall braucht. Scharfschütze, Nanofaserweste, Unterstützer, Medikit, Schwer bekommt das Scope, hat eh schon 6, okay.
Nanofaser Weste. 6-1, 6-3, okay. Wird passen. Muss passen. Wir landen. Jo, wir sind gelandet. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Wir empfangen immer noch über... Wir beeilen uns, natürlich beeilen wir uns. Was sollen wir denn sonst machen? Oh, die dünne Karte, die kennen wir doch, die war ja nicht so lang eigentlich. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Okay, okay, okay. Gehe in Position. Schauen wir doch mal. Irgendwas siehst du doch bestimmt schon, oder? Nein? Okay, das Alien-Objekt sehen wir schon mal. Wollen wir... Irgendwo wird da jemand sein. Wir gehen einfach mal vor. Er hat so viel Hitpoints. Ach, da hinten zwei Schweber. Wir kommen sogar ein bisschen näher, weil sie Deckung haben wollen. Okay. Du siehst einen 73, 74, 74 und tschüss. Auf Wiedersehen. Sag ich doch und tschüss. Kannst du durch das durchschießen? Wir try. Let's try it. Komm. Wenn wir Glück haben, kannst du durchgucken. War klar. Okay, dann halt Feldposten. Bei dir auch nochmal Feldposten. Und dann darfst du jetzt auf den Mac schießen. Am besten darfst du dich natürlich bewegen. Das darfst du natürlich auch jederzeit. Ah, okay. Schauen wir mal. Kann ich mit dem das auch plündern? Ich gehe mal von aus, oder? Ja. Muss man ja alles mal getestet haben hier. Volle Deckung. Ihr solltet da ja eigentlich nichts. Okay. Ist nur die Frage. Ist auf der anderen Seite was, was wir sehen. Nein, 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 verdammt. Verdammt. Okay. Da ist ein Dönermann, den habe ich auch noch nicht getriggert. Okay. 54, 34, 64. Wir nehmen den Dicken da. Komm, das wäre jetzt wichtig, wenn er den trifft. Jawohl, 9 Kritis. Herrlich. Dem braucht man nur noch mal einen Streifschuss verpassen. Und was machen wir mit dir jetzt hier? Geh mal vor. Ohne dass wir natürlich den dicken Mann da triggern. Den dicken Mann, den dünnen Mann, Entschuldigung. Und decken mal hier unsere Kollegen ein bisschen ein. Ich hoffe nicht, dass du uns da so jetzt siehst und auf uns feuerst. Aber eigentlich müsste man ja durch Nebel auch nichts sehen können. Er zieht sich noch weiter zurück. 5. Komm, du hast auch Panik, oder? Wir drängen sie zurück. Ja, so wirklich zurückgedrängt war das nämlich. Genau, der hat jetzt nur noch 3 Schaden. Weil wir sind hier in... Na, ah, da hinten sind 2 Sucher. Sehen die uns? Haben die uns schon gesehen? Oh, da kommen die dünnen Männer. Oh, ja, 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 ist das jetzt... eine Menge an Gegnern. Ach, ist das... Kopf runter. Spuckt doch nicht mal euer verschissenes Gift. Eieiei. Das wird hart.
Okay, wir nehmen hier Schaden, weil wir vergiftet sind. Und sehen eine Menge, Menge Gegner. Aber was wir da machen, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ein mieser Cut. Bis dann, ciao.